Hallo und herzlich willkommen. Wir möchten euch heute mal unsere zwei Repetierbüchsen vorstellen, die wir haben. Es ist einmal die SR21 und die SR30. Vom Erscheinungsbild sind beide gleich, nur vom Herzen unterscheiden sie sich. Ist quasi so, die SR21 ist bei uns klassisch der Drei-Warzen-Verschluss, so wie man ihn kennt, eine sehr traditionelle Repetierbüchse. Und die SR30 ist unser Geradezug-Handspanner, der so schnell ist wie beim Biathlon. Ich fange jetzt mal ganz klassisch und ganz standardmäßig mit unserer SR21 an. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist das unser klassisches Drei-Warzen-System. Sie hat auch diese ganz bekannte Drei-Stellungssicherung hier ein bisschen abgeändert. Ja. Wir haben hier den weißen Punkt für Safe. Kammer lässt sich nicht öffnen. Dann haben wir die mittlere Position, ist die Arbeitsposition. So ist ein gesichertes End- und Beladen möglich. Ja. Und rot natürlich scharf. Ja. Dann einfach wieder schließen, neu spannen. Die Schlagbolzenmutter ist gespannt, signalisiert uns, Verschluss und Waffe ist gespannt. Ja. Dann können wir ganz einfach wieder zurück, komplett nach hinten. Die Waffe ist sicher, weil die Sicherung direkt auf den Schlagbolzen wirkt. Letztendlich möchten wir Ihnen natürlich auch zeigen, wie man die Kammer der SR21 entnimmt. Sie öffnen die Kammer, ziehen sie nach hinten, betätigen den Kammerfang, entnehmen die Kammer. Wenn Sie sie wieder einsetzen wollen, das gleiche wieder. Sie setzen ein, Kammerfang betätigen, schließen die Kammer, sichern komplett und so kann nichts passieren. Was auch eine Frage ist, die ganz oft gestellt wird, ist, wie entspanne ich den Verschluss? Ganz einfach, Sie öffnen, also wie gesagt, Sie entsichern, Sie öffnen die Kammer, betätigen den Abzug und schließen. Jetzt ist die Schlagbolzenmutter nicht mehr sichtbar, somit wissen Sie, dass die Waffe entspannt ist. Ich möchte noch ganz kurz auf die SR30 eingehen. Wie ich gerade eben schon gesagt habe, die SR30 ist so einfach und so schnell zu bedienen wie beim Biathlon. Wenn wir die Kammer öffnen, ist der erste Arbeitsgang, wie gesagt, nach dem Laden der Waffe, das Schließen der Kammer. Und die Waffe ist nicht gespannt. Nur durch intuitives Betätigen des Verschlusshebels nach vorne ist die Waffe gespannt und eine Schussabgabe möglich. Dann kann man ganz intuitiv repetieren, den Punkt überfahren und die Waffe ist wieder schussbereit. Wenn man die Waffe spannt und man kommt nicht zum Schuss, kann man sie auch ganz leise wieder entspannen. Also ein absolut sicheres, einfaches, intuitives System. Ja. Wir haben bei dem Handspanner noch was Zusätzliches mit eingebaut. Also es ist keine Sicherung, es ist nur eine Kammerhebelsperre. Die sitzt hier hinten auf diesem Schlösschen. Und wenn man ganz genau hinguckt, sieht man hier an der Seite den roten Punkt. Ist der rote Punkt zu sehen, ist die Waffe bedienbar. Das heißt, wir können spannen, wir können aber auch wieder entspannen. Wenn ich diese Kammerhebelsperre betätige, sieht man das anhand da drüben, dass das weiße Signalstift hier rausragt. Wir haben es extra hier in so einen toten Winkel reingelegt, da wenn ich beim Pirschen bin oder beim Aufbaumen, man hier nicht hängen bleiben kann oder versehentlich die Kammerhebelsperre zurückdrücken kann. Und genau in diesem Moment jetzt ist ein versehentliches Spannen oder Öffnen der Kammer nicht mehr möglich. Die Waffe ist jetzt doppelt gesichert. Natürlich möchte ich Ihnen auch noch zeigen, wie man die Kammer bei der SR30 entnimmt. Wir öffnen die Kammer und dann sieht man ein hier leicht ersichtliches Spiel. Wir ziehen, halten den Druck,
betätigen die Kammerhebelsperre. In diesem Moment sind die Kugeln des Verschlusses entspannt. Ich ziehe den Verschluss zurück, betätige den Kammerfang und ich kann den Verschluss entnehmen. Die Kammerkugeln sind komplett entspannt. Dann einfach wieder einsetzen, Kammerfang betätigen, Kammerhebelsperre lösen und die SR30 ist wieder einsatzbereit. Und um nichts mehr zu verpassen, folgen Sie uns in der Zukunft am besten auf Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Und die Jagd geht weiter. In diesem Sinne, Horido und Weidmannsheil, Ihr Heimteam.